Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Furago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Create Prison Architect, das große Mitmach-Let's Play, wo ihr mit entscheiden, mit basteln und Ideen einfach mal in die Kommentare kotzt. Gut. So, wir sind dabei. Wir haben ja hier jetzt angefangen, einen Trakt zu bauen für die Schutzbefohlenen hier. Schutztrakt als solches. Wir haben hier schon Zellen, wir haben eine Kantine. Wir werden jetzt hier auch noch ein bisschen Entertainment reinbauen. Eine Werkstatt haben wir auch schon da. Stromkabel gelegt, nur noch Strom noch nicht da. Soweit kurz das Update. So, spannend ist die Frage, was stellen wir hier noch mit ein? Wir sollten vielleicht einfach mal einen Blick in die Räume reinwerfen. Was können wir noch Nützliches machen? Eine Kantine haben wir schon, Küche haben wir schon, Lagerraum macht hier wenig Sinn, Lieferraum auch nicht, Müllplatz brauchen wir nicht, Werkstatt haben wir schon umgesetzt, Gemeinschaftsraum haben wir noch keinen. Solches, Wäscherei brauchen wir, Bücherraum nicht, Bücherei vielleicht, Bewährungsraum, Unterrichtsraum, Forstbetrieb, Postraum, genau. Postraum, das wäre vielleicht eine Idee. Wir könnten uns hier einen kleinen Postraum schaffen. Wie groß muss der denn mindestens sein? Der muss 5x5 sein. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Ja, so groß muss der mindestens sein. Das heißt, wir können sinnhafterweise dann auch hier drüben die Mauer ziehen. So, da haben wir hier den Postraum. Der hat aber noch keine Tür. Solches, da müssen wir auch gleich mal reingucken, da eine Tür gesetzt wird, ist ja die Frage, was ist da sinnvoll? Man könnte hier so eine einfache Tür reinsetzen hier. Obwohl, lieber mal nicht. Sicherheit geht vor. Obwohl, bei dem anderen haben wir auch bloß eine normale Tür reingesetzt. Setzen wir ja auch so eine normale Tür rein. Als solches. So. Was muss auch so rein in so einen Passraum? Ganz einfach. Muss ein Tisch rein. Das weiß ich schon. Da muss ein Tisch rein. Eine Tischschotte rein. Und wir brauchen Sortiertische. Hier, sowas hier. Das sind die Sortiertische. Die machen wir ja praktischerweise so. Weil dann passen einfach mehr rein. So, und mehr braucht man eigentlich da drin nicht. Und der Rest ist einfach noch nur Licht. So, hier ist eine Mauer schon gezogen. Jetzt warten wir, bis die Tür kommt. Und dann ist das auch erledigt. So, apropos Tür. Warum öffnest du ihm die Tür nicht? Warum wird da ihm nicht die Tür geöffnet? Sollen wir vielleicht mal gleich gucken, was hier los ist. Ist eigentlich da angeschlossen an dieser Türsteuerung, Türkontrolle. Nur hat ihm keiner die Tür geöffnet. So. Wenn wir schon dabei sind, Werkraum als solches einrichten, da sollen wir auch die Einsatzkräfte mal gucken. Werken ist da, wo das Gelbe ist, also auf alle Fälle Werken angesagt. Da haben wir sogar schon einen drinnen. Das ist schön. Hier, da wird auch sowas hier reinkommen. Solches. Sicherheit. Streife brauchen wir ja nicht. Uhrzeitmäßig ist da was da. Okay, hier ist die Freizeit. Weiß ich nicht, ob es da Sinn macht, einen groß in die Freizeit packen. Aber auf alle Fälle sollten wir hier vielleicht ein paar reinpacken, ja. Hier ist die Essenszeit. Wäre nicht verkehrt, wenn auch noch einer läuft. So. So. Essenszeit ist dann hier Anzeige. Einsetzungszeit haben wir da drin. Oh, hier sollen wir vielleicht auch einen reinsetzen. Für alle Fälle. Schaden kann es nicht. Und dann haben wir die Schlafenszeit. Das müssen wir auf alle Fälle hier einen reinsetzen. So, das ist dieser Sicherheitstrakt für die Schutzhaft. So. Apropos Schutzhaft, da sollten wir gucken, ob wir noch ein paar Klientel haben für den Schutzhaft. So, wenn ich mal hier gucken, rein bei den Informanten, der ist untätig, der ist auch untätig, solches. Alle sind so untätig. So. Ah, hier, der ist auch noch untätig, untätig. Nein, ich will nicht den anklicken. So, jetzt sind alle unterwegs, alle tun irgendwas Sinnvolles. Ehemalige Gesetzeshüter, was machst du denn da drinne? Ah. Warum bist du nicht in dem da drinne? Nee. Das ist auch ein Problem. Wie kriegen wir dir dazu, dass die nicht da reingehen? So. Informant. Ach, das ist ein Informant. Den sollten wir vielleicht nicht in die Schutzhaft setzen, weil sonst kriegt er nichts mit. So, hier haben wir einen potenziellen neuen Informanten. Der möchte gerne für uns arbeiten. Dann machen wir das auch hier gerne. Wo haben wir denn das? Können wir gar nicht machen. Der hat sich anders überlegt. Kein potenzieller Informant mehr. So, oder? Gucken wir nochmal rein. Ja, Informant, ja. Ne, ist nicht. So, wir sollten auf alle Fälle mal gucken, was wir noch so an Kandidaten hier haben. Vielleicht finden wir noch wieder einen. Bandmitglieder sicherlich nicht. Da ist auch ein Informant, der ist gerade bei der Arbeit sozusagen. Ehemalige Gesetzeshüter, furchtlos geübter Kämpfer, schnell, storisch, stark, ja. Das sind die normalen Verdächtigen hier. Was aber uns bedeutet, wir sollten hier dann auf alle Fälle einen Sicherheitstrakt schaffen. Als solches.
und gucken mal, dass wir da auch genug Sicherheit kriegen. So, ja. Du beweg dich mal da drinnen und bleib da drinnen. Interessant, dass der ja putzen darf. Okay. Da gibt es jetzt nichts groß Spannendes, außer hier haben wir ein Handy gefunden. Sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir hier den Raum mal durchsuchen können. Das wäre auch eine super Sache. So. Hier haben wir auf alle Fälle was da. Sollten wir mal hier die Zelle durchsuchen. Genau wie hier. Einfach mal die Zelle durchsuchen. So. Hier haben wir auch noch eine Zelle. Die können wir mal durchsuchen. Zelle durchsuchen. Genau wie hier. Einfach mal auch die Zelle durchsuchen. Einmal gucken, ob Dreck unter dem Teppich ist und so dergleichen. Dann passt das auch. Oh, hier haben wir auch nochmal. Einmal Zelle durchsuchen. So. Ah, du, mein Freund, Äpfel durchsuchen. Und genau wie dich, da werden wir dich auch durchsuchen. Naja, da kommt eine ganze Menge Informationen dazu. Oder hier ein chronischer Trinker hier. Den sollten wir auch mal durchsuchen hier. Ohohohoho. Alles klar. Hier mal auch die Zelle durchsuchen. Damit wird der Freund ja gleich mit durchsucht sozusagen. Genauso wie hier. Zelle durchsuchen. Mal gucken, was draus wird. Oh, wo gab es ja gerade Stress? Ah, hier gibt es Stress. Halt. Da sollten wir auf alle Fälle mal ganz kurz die Pause drücken. Genau. Häftling, schwer verletzt. Was ist denn das überhaupt für einer? Ehemaliger Gesetzeshüter. So. Gucken, was wir hier vielleicht noch ein paar Leute dazu ziehen, ja. Ja, du kannst auch ruhig mal da hingehen, ja. Oder auch nicht, ja. Der Polizeichef, lassen wir mal da, wo er ist. Du, mein Freund, könntest vielleicht auch mal hier mitmischen gehen, ja. Ja, ich verwechsel mal, wie das war mit dem, wir klicken an. So, den da nehmen und nein, doch nicht den da. Es ist alles eine Katastrophe. Wie kann ich die nochmal versetzen hier? Das so überlege ich jedes Mal aufs Neue, wie man. Okay, die Taste war es nicht. Nein, ich will nicht die Lampe. Das steht auch so super an der Lampe. Oh, hat er auch eine Aufgabe gekriegt hier. Du, mein Freund hier, du steht, die steht alle so unter Lampen. Das kann doch nicht sein hier. Auch dahin mal. So. Und dann lassen wir da weiterlaufen. So. Bewusstlos hier, Medic hier, sollten wir auch mal dahin bringen hier. Da kriegen die alle mal eine Spritze verpasst hier. Das heißt ja für uns, wir sollten dringend gucken, dass wir den Hauptsicherheitstrakt hier bauen. Das heißt auch, wir sollten langfristig mal schauen, dass wir hier das hier abreißen. Sollten wir vielleicht auch das richtige abreißen nehmen. Hier Wände abreißen, hier. Hier Wände abreißen, genau das hier sollte man nehmen. Ja, dass wir hier wegreißen. Solches, dass wir da gucken, dass wir da auch ein bisschen was hinkriegen im Bereich. Und dann mal gucken, ob wir hier den Sicherheitstrakt reinbauen. Den würde ich hier ganz groß ransetzen. Als solches, dann mal da Hochsicherheitstrakt machen. Vielleicht sogar nicht bündig ran. Vielleicht mal ein bisschen Abstand als solches. Und was ich aussehe, was auch nicht verkehrt wäre, wir sollten auf alle Fälle mal Personal einsetzen. So. Das Hauptproblem, was ich immer noch habe, ich sehe nicht, was wir wirklich brauchen. Ruht sich aus hier. Da sind ein paar am Ausruhen. Hundeführer, haben wir noch ein paar Hundeführer noch, die rumhängen. Da schildern noch ein paar Hundeführer. Das heißt, davon haben wir auch genug bewaffnete Waffen. Ja, da brauchen wir erst Material. Material ist ja schon Personal eher so. So, wir gucken einfach mal, dass wir hier ein paar reinbekommen, ja. Oh. Solches auch erledigt. So. Dann können die sich ja mal darum kümmern. So, was hast du noch hier für Probleme? Und zwar ein Tisch, dem fehlt ein Tisch. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da jetzt noch einen Tisch reinquetschen? Bleibt ja nur der Weg dahin. Schauen wir mal, kriegt er auch noch einen Tisch. Dann kann da gearbeitet werden. So, die Poststelle sieht auch hübsch aus. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Rest hier? Mal reingucken in die möglichen Räume.
Bewährungsraum macht wenig Sinn, Bücherei macht auch keinen Sinn, weil die Lungs sind einfach zu doof. Wäscherei macht auch keinen Sinn. Werkstatt, Hof haben wir schon. Duschräume bräuchte man wahrscheinlich auch nicht hier. Unterrichtsraum, Postraum, vielleicht ein Laden. Oder wir machen doch dann die Sache mit einem Gemeinschaftsraum. Wo haben wir ihn denn gehabt? Hier den Gemeinschaftsraum hier. Den mal hier reinsetzen hier. So, den Gemeinschaftsraum reinsetzen. Der kriegt natürlich dann auch noch eine passende Tür. Sicherheit geht vor. Obwohl, da können wir vielleicht so eine einfache Tür reinsetzen hier. Bei dem Gemeinschaftsraum, dann sollten wir auf alle Fälle gucken wegen Strom. Ja, sieht fast gut aus, nur dass kein Strom da ist. Vielleicht sowas hier in der Art. Mal rüberziehen. So, da gab es ja die Bedenken, ob die überhaupt der Strom, den wir haben, nur noch für elektrische Stuhl ausreicht. Die Bedenken sind gar nicht mal so verkehrt. Sollten wir auf alle Fälle mal betrachten. Wenn nicht, sollten wir auf alle Fälle mal gucken, ob wir das irgendwo hier geschickt trennen und anders gestalten. Vielleicht wäre es doch sinnvoll, wir ziehen das hier nach oben. Machen hier die Verbindung rein. Oh, hier setzen wir dann einfach mal die Verbindung runter. Warum ist dunkel? Eigentlich alles am Laufen. Alles klar. So, Sicherheitstrakt. Also, hier wird jetzt der große Sicherheitstrakt entstehen. Gebäude gemauert, eigentlich ist egal, weil große Erscheinen tut sich das gar nicht, nur im Außenbereich gemauert und Beton macht keinen Unterschied. So, also der Plan ist aber jetzt hier ganz großen Sicherheitstrakt dran setzen. Ist halt die Frage, wie gehen wir die Sache halt an? Ich würde sagen, wir ziehen erstmal hier einen großen Raum auf. Oh. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Zugang benötigt. So, da gibt es natürlich auch einen Zugang. Den werden wir auch setzen. Und zwar müssen wir gucken, wenn wir hier die Zellen 1, 2, 3 groß. Da kommt 4 in der Wand rein. Ich würde sagen, große Sicherheitstür, ja. Also wie gesagt, hier kommt die Wand rein. Setzen wir einfach mal hier das Ding rein. Und dann warten wir, bis wir fertig sind mit Bauen. Und dann entsteht da jetzt der große Sicherheitstrakt für die ganz schweren Jungs. Wahrscheinlich hier vorne erstmal so ein bisschen allgemeines Gedöns, Zellen weiter hinten, Fressraum weiter hinten und dergleichen. So. Weil so viele schwere Jungs kriegen wir ja nicht da rein. Ich würde sagen, hier machen wir dann grob nochmal einen Verbindungsgang rein. Oder irgendwie sowas. Schauen wir mal. Lassen wir das also fertig bauen, dann werden wir das Ganze mal gestalten und gucken, wie wir damit hinkommen. So, Strom. Stromthema. Genau, da war ja die Idee, wir brauchen ja einen weiteren Stromgenerator. Und den müssen wir natürlich auch irgendwo platzieren. So. Die Frage ist, wo platzieren wir den? Also ich würde jetzt langsam angehen mit dem Thema Stromgenerator. Hier haben wir den Hof als solches. Verkehrt wäre das nicht, wenn wir den auch irgendwo hätten. Man könnte sich natürlich überlegen. Man könnte den auch, ich habe eine Idee, wo wir den hinsetzen. Machen wir folgendes. Machen wir hier das Ganze gemauert. Alles ein bisschen größer hier. So in der Art. Verlängern das wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen. Ja, verlängern das Ganze mal ein bisschen. Mal gucken, was draus wird. Dann setzen wir natürlich hier Zugang rein. Und zwar brauchen wir hier eine schöne Tür. Eine schöne Tür ist immer super. Ja, setzen wir in die Tür rein. Wo? Fall erledigt. Ah ja, da müssen wir ja auch noch was verbinden, damit die, sich die Tür noch öffnen. Und zwar hier einmal nach da. Dann öffnen sich auch die Tür von selbst mal. So, hier sieht es ziemlich dunkel aus. Ganz einfach, wir haben die Lampen vergessen. Beziehungsweise wir haben die demontiert. So. Dann setzen wir auch mal hier kurz die Lampen rein, damit die auch was zu beleuchten haben. Und dann wächst das auch. So. Die Tür ist schön drin, dann sollten wir da auch mal einen Türöffnermechanismus bauen. Wo haben wir ihn denn? Nicht da, sondern den haben wir hier. Hier müsste der Mechanismus sein. Einmal die Tür da rein. Pump. So, mein Freund, für dich öffne ich die per Hand.
Ich denke mal, wir werden also für den schweren Tag auch einen eigenen Überwachungsraum nochmal machen, eine eigene Waffenkammer setzen, damit wir da noch per paar bewaffnete Jungs da drin haben. Mal gucken, wann die fertig sind. Und dann werden wir sehen, dass wir hier was reinbringen können. Wächst ja ganz gut soweit. Wird natürlich relativ kostenintensiv werden, bevor wir hier überhaupt was auf die Reihe kriegen. Solches. So, jetzt tut sich ja sogar was. Wir haben Licht. So. Nächste Aufgabe wäre dann hier so. Wäre jetzt die Idee mit. Ja, so funktioniert das nicht. Räumlichkeiten hier schaffen. Als solches, die erste Idee, die ich hätte, wie gesagt, wäre hier die Sicherheit rein, direkt hier reinsetzen. Mal gucken, mal bis da hoch. Dann setzen wir hier die Mauern. Gib mal her eine Mauer. Wir brauchen eine Mauer. Oh, hier die Mauer ziehen. Oh, Mauer ziehen. Hier drüben setzen wir ähnlich auch noch einen Raum rein. Weiß man noch nie für was. Oh, Mauer ziehen ja. Und ganz klar, hier muss die Tür rein. Da muss die Tür rein. Wobei hier wir noch gar nicht wissen, was wir hier für Tür machen. Dann lassen wir die nochmal weg. So. Ich würde sagen, dann machen wir hier dann die Räumlichkeiten, die Knastzellen rein. Das wäre so der Plan. Mauern. Mauern haben wir hier. Beziehungsweise, wir können auch Folgendes machen. Wir haben ja die spartanischen kleinen Zellen hier. Die würde ich gerne kopieren. Die Frage, wie machen wir weiter? Hier haben wir die großen Luxuszellen. Mal gucken, wir haben hier Zellen, die sind 1, 2, 3. Okay. Ich bin schon wieder verwirrt hier. Das kriegt kaum einer mit hier. So, ich würde sagen, wir nehmen einmal so die Zelle. Ne, ein paar mehr würde ich jetzt nehmen hier. Würde sagen, hier machen wir einen Gang von 2. Und, also hier kommt noch eine, da kommt noch eine Mauer noch hin. Dann können wir hier einmal den Zellenblock setzen. Dann setzen wir hier nochmal einen Zellenblock. Und den Rest müssen wir dann größer machen. Einfach größer machen. Oh. So, was für eine Räumlichkeit setzen wir uns hier unten rein? Was wäre sinnvoll? Für was haben wir denn Platz? Da sollten wir auf alle Fälle mal schauen. Dusche sicherlich nicht, weil ich weiß nicht, obwohl wahrscheinlich müssen wir den Duschraum machen, weil die Jungs können wir ja leider keine Dusche in die Zelle reinmachen. Kein Platz mehr für eine Dusche in der Zelle. Obwohl, wenn wir die Betten drehen und quer machen, na, der Platz wird trotzdem nicht mehr. Okay. Eins, was man hier schon sieht, wir können auch schon hier gleich schon mal weitermachen. Weil das muss breiter werden. Und zwar haben wir dann hier einmal frei, hier nochmal noch frei, hier wäre eine Mauer. Also bis hier hin müssen wir auf alle Fälle nochmal was ziehen, ja. So. Dann machen wir das Ganze ein bisschen größer. Und heißt auch, wir reißen hier nochmal die Wände raus. Genau wie die Wand hier raus. Und eigentlich die komplette Wand hier nach oben. Bis auf da nicht. Also nur bis hier. Und bis da. Und hier bleibt frei. Hier kommen sie weg. Gut. Dann reißen wir das Ganze mal so ab. Gestalten das einfach mal neu. Und hier entsteht dann jetzt der Trakt für die ganz harten Jungs. Das wird eine größere Baustelle. Also hier steht auch noch einer rum, der ja raus möchte. Schön, dass du da raus möchtest. Da helfe ich dir doch gerne hier einmal drehen. Hier dürfen wir reinsetzen. Und jetzt gucken wir mal wegen dem Stromthema. Genau, Strom sind wir doch glaube ich hier richtig schon. Setzen wir hier mal so einen schicken Generator hin. Oben den Generator gleich schon mal ein paar von denen hier. Weil das werden wir brauchen. Und da werden wir sehen, dass wir... Wenn wir mal aufpassen, nicht, dass der Generator schon aus Versehen angeschlossen ist, ist er nein. Und zwar ist dann der Plan, dass wir die Sache doch hier so ein bisschen trennen. Also wenn das da ist, machen wir Folgendes. Wir werden hier
das Ganze hier auftrennen? Wahrscheinlich dann auch da trennen. Mal gucken. Ah, Scheiter haben wir ja noch ein paar. Ist ja die Frage, wo es was sinnvoll ist, die Scheiter reinzusetzen. Vielleicht hier so. Und setzen wir vielleicht hier den Scheiter rein. Bauen wir da ein bisschen alles mal um. Und dann haben wir schon die ganze Kohle um die Ecke gebracht. Oh, eine schöne Variante. So, zu bauen haben die erstmal genug. Und so bauen wir einen neuen Sicherheitsraum. Hier kommt dann der Zelltrakt für die schweren Jungs rein. Apropos schwere Jungs, hier soll bleiben mal gucken, ob wir noch ein paar haben, die schutzbedürftig sind. Hier haben wir einen Informanten. Er hat auch schon relativ hohe... ja, ich glaube, unsere Informanten hier, so wie den hier, den sollten wir wahrscheinlich schon mal die Schutzhaft nehmen. Solches kann nicht schaden, weil der Junge sieht gefährdet aus. Eigentlich haben wir alle ein bisschen überstrapaziert, aber gut, den nehmen wir mal darüber. Ehemalige Gesetzeshüter, Bandmitglieder. Ja, so. Hier sind auch sehr viele harte Jungs dabei. Geübter Kämpfer. Wer, du da? Geübter Kämpfer. Ja, dann hast du Pech. Dann kommst du in die normale Sicherheitsstufe rein. Ja, geübte Kämpfer kann ich hier bei den einfach nicht drin lassen. Das könnte zu gefährlich werden hier. So. Haben wir noch einen Informanten? Ein Informant pennt da. Okay. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin halt begeistert. Wenn ihr begeistert seid, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben geben. Wäre super. So. Es wächst und gedeiht. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich hier nochmal eine Mauer hinsetzen. Was ich mit dem Raum mache, habe ich immer noch keine Idee. Eine Waschküche wäre super. Okay. So, unser Scheiter ist da. Den sollen wir vielleicht auch lassen. Vielleicht. Als solches. Hier oben haben wir schon mal einen ganzen Block. Oben haben wir ja schon einen Scheiter dazwischen. Dann können wir den abklemmen. Hier können wir das nach da trennen. Aber das dunkel. Dann sollten wir auf alle Fälle aber, ganz wichtig, auch die zuvor kappen hier. Den lassen wir dann mal so. So, was wir ja natürlich auch gemacht haben, vor jedem Generator, wo der Anschluss da ist, werden wir da natürlich auch kappen. Aber erstmal muss der gebaut sein. So, das heißt, wir können auf der anderen Seite auch mal Folgendes machen. Hier schon mal den Strom bis reinziehen. So. Und hier auch mal die Mauern ein bisschen korrigieren, weil das sieht auch kacke aus jetzt hier. Obwohl, die bauen ja noch fleißig. Das könnte was werden, wenn sie fertig sind. So, Mauer, genau. Hier muss ja eine Mauer hin. Und die Mauer kann weg. Die brauchen wir so nicht mehr. So, des Weiteren kann auch hier eine schöne Mauer hin. Damit das was wird. Relativ großer Umbau momentan, um kaum zu erkennen, was das werden soll, wenn es fertig ist. So, hier haben wir auch ein paar drinne. Achso, hier sollte man vielleicht auch mal die Tür öffnen. Die bringen bestimmt den Elektroschrott, hätte ich fast gesagt. Nein, die bringen die Elektronik. So, hier sollte man dann auch mal den Weg verlängern. Vielleicht hier, ah ne, hier machen wir nichts. Und hier das ja auch abreißen. So, die generieren dann Strom. Wenn der Generator da ist, wird das alles viel schöner. So, achso, ihr wollt raus, dann sollte ich mal die Tür aufmachen. Du willst rein, dann sollte ich da mal die Tür aufmachen. So, Sicherheitsraum. Der Sicherheitsraum braucht auf alle Fälle erstmal eine Lampe. Da ist schon eine, dann machen wir hier drüben noch eine hin. Dann brauchen wir für den Sicherheitsraum hier eine Raumanforderung. Hier, keine Raum, einmal Kohle. So.
Schreibtisch. Gut, den können wir hier mal kurz so drehen. Dann können wir nämlich dann da auch sehen, ob wir hier dann davon ein, zwei einstellen. Dann sieht das auch schick aus. Dann wächst schon mal die Anforderungen. Jetzt warten wir, bis die Kohle da ist. Dann können wir den Raum weiter fortsetzen. Und gucken mal. Eigentlich hätten wir hier auch den Generator reinsetzen können. Fällt mir ein. Aber nun gut, haben wir hier unten den Generator. Den sollten wir dann auch mal eine schöne Mauer noch verpassen hier so. So, schöne Mauer verpasst. Der kriegt dann auch noch eine schöne Personaltür hier. Auch super. So, stromtechnisch werden wir den natürlich dann einfach mal so hier ranschließen. Aber wo wir den da anschließen, setzen wir natürlich hier ein Schalterchen dazwischen. Damit der nicht schon wieder rums und alles dunkel wird. So. Warum wird da nicht die Tür geöffnet, obwohl sie angeschossen ist? Hier haben wir noch keine Türverbindung. Da sollten wir die auch mal ziehen. Ja, genau. So, die ist da. Die ist da. Die ist da. Alles schön. Und wie schaut es hiermit aus? Der Telefonüberwachung ist noch nicht. Genau. Ah ja, hier haben wir doch einen Gemeinschaftsraum. Warum baue ich hier einen Gemeinschaftsraum, wenn wir da schon einen haben? Und keiner sagt was. Das ist auch doof. Wir können ja nochmal gucken, ob wir vielleicht noch einen Personalraum machen. Dann brauchen die nicht so weit latschen. Ist der auch groß genug? 4x4? Nein, ist er nicht. Oder 1, 2, 3? Nein, ist er leider nicht. Wird nix. Waffenkammer. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Machen wir in der Waffenkammer hier rein. Innenbereich. Weil da können wir ein paar Jungs mehr einstellen. Brauchen wir hier die Spinte. Das Ganze auch mal drehen. Haben wir auch hier noch Spinte rein. Oh, Spinte sind drin. Und wir brauchen ein paar Waffenständer hier. Aber die Kohle nicht. Und ein Tisch muss auch wieder rein. Warum die immer in jeden Scheiß einen Tisch haben wollen, das verstehe ich auch nicht. Das Problem ist, die scheiß Dreckstische sind noch so scheiß groß. Naja. Aber mal wieder ein paar Spinte, können wir wieder ein paar Militärs ein. Militär sei schon. Aber dafür sollten wir auf alle Fälle den hier ändern. Der muss dann auf alle Fälle weg. Das können wir nämlich dann so nicht mehr machen hier. Hier. Einmal wegnehmen. Einmal öffnen für dich. Oh. Alles schön. Da laufen die Betten. So, wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich mal hier wieder kopieren hier. Aber nicht so, sondern größer. Dann haben wir zu wenig Kapital. Das ist auch kacke, aber hoffentlich reicht es noch für die Wand hier. So, Wand gesetzt, auch schön als solches. So, wir haben einiges geschafft. Wir haben eine Planung gemacht, wie jetzt unser neuer Trakt aussehen wird für die ganz harten Jungs. Ich bin mal gespannt, wie ob der ausreichen wird und wie weit wir den vergrößern würden. Das wird nochmal eine spannende Geschichte werden. Als solches, sonst bin ich eigentlich zufrieden. Ihr könnt ja mal eure Ideen zu dem neuen Trakt einfach reinsetzen, was wir da noch reinbrennen. Was brauchen die in den Unterrichtsraum? Brauchen die Entertainment? Was brauchen die einfach? Was wollen wir denen einfach geben? Schreibt das mal rein in die Kommentare und wir suchen dann aus, was wir davon umsetzen. Beziehungsweise wir setzen einfach alle Ideen um. Was soll's? Wir sehen ja nicht so. Sonst bleibt mir noch eins zusammen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das erste Mal hier seid. Und ich bin MacBurago und sag Servus und Ade.